wie gut das tut. Mal einen Augenblick raus aus der Hektik, dem Trubel, rein in die Stille. Die Weihnachtszeit, das ist immer auch irgendwie so ein bisschen eine stressige Zeit. Man muss Geschenke besorgen, Tausende von Weihnachtsfeiern und irgendwie noch so viele andere Dinge, die zu erledigen sind, bevor das Jahr zu Ende geht. Wie kann das gehen? Mitten in dieser Hektik, im Trubel, Luft holen, Atem holen, durchschnaufen. Ich glaube, es gibt eine ganz gute Möglichkeit. Jesus, der Grund, warum wir Weihnachten feiern, der hat einmal folgenden Satz gesagt. Kommt her zu mir, alle, die ihr euch abmüht und die ihr belastet seid. Bei mir werdet ihr Ruhe finden. Ich finde das einen genialen Satz, gerade für diese Weihnachtszeit. Ich darf zu ihm kommen und ihm all den Stress und all den Ballast hinwerfen. Ich darf ihm all das sagen, was mich beschwert. Und ich darf erleben, wie er mir Ruhe schenkt und auch neue Kraft. Mir selber tut das unheimlich gut, bei ihm aufzutanken, zu ihm zu kommen und ihm zu sagen, was mich bewegt. Wie wäre das, wenn wir uns in dieser Advents- und Weihnachtszeit immer wieder Momente der Ruhe gönnen? Uns mal ausklinken, abschalten, einen Spaziergang machen, ganz bewusst die Stille suchen und dabei entdecken, wie genial dieses Angebot von Jesus ist. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Und dann aus dieser Ruhe heraus mit neuer Power und ganz neuem Elan raus in den Weihnachtstrubel gehen. In diesem Sinne, frohe Weihnachten.